Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Scharrenbach, in der Tat, es ist ganz normale Aufgabe, ständig an den Instrumenten zu arbeiten und sie anzuschärfen, auch gerade in der Gründungsförderung. Und das ist Handlung, eigentlich normales tägliches Aufgabenfeld der Landesregierung. Und in der Tat kann man auch diese Auswirkungen messen. Und das kann man auch aus der Antwort der Landesregierung entnehmen, einer Anfrage der FDP mit über 280 Fragestellungen, dass die Gründerquote seit Mitte der 90er Jahre bis heute von 8,8% auf 10,3% sich erhöht hat, womit der Abstand zum Bundesdurchschnitt in den letzten Jahren deutlich verringert werden konnte. Und die aktuellen Zahlen der Unternehmensgründung bleiben auf diesem Kurs. Natürlich müssen wir immer schauen, wo es noch Verbesserungs- und Änderungsbedarfe gibt. Das tun wir auch ganz aktuell und auch sehr gezielt bei der Gründungsförderung im Handwerk. Aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamtes weisen eine positive wirtschaftliche Entwicklung aus. Und schaut man genauer hin, so ergibt sich wie bereits in den Vorjahren für den Dienstleistungssektor ein Plus von 1,9%. Und letzten Endes ist eine Zahl, und ich danke gerade dem Herrn Kern, dass er Herrn Busen darüber aufklärt, dass ich nicht nur eine Ahnung habe, sondern seit 20 Jahren selbstständig bin. Aber in diesem Parlament werden ja öfter mal aus Unkenntnis übereinander Unterstellungen vorgenommen, die man dann hinterher vielleicht dann bereut, Herr Busen. Und in der Tat, an einer Stelle müssen wir aufpassen, und das ist der Rückgang im produzierenden Gewerbe. Da gibt es, denke ich mir, Handlungsbedarf. Denn insgesamt brauchen wir einen starken Mittelstand in Nordrhein-Westfalen als wichtigen Resilienzfaktor für unseren Wirtschaftsstandort. Und ich teile daher den grundsätzlichen Ansatz Ihres Antrags, dass wir für Gründungsnachwuchs sorgen müssen. Und ich schließe mich da Frau Müller-Witt auch vollumfänglich an. Doch dass Statistiken manchmal auch nicht weiterhelfen, weil auch die bloße Zahl an Gründungen nicht aussagekräftig genug ist. Und es kommt auf die Qualität und auf die Nachhaltigkeit an. Und so wissen wir, dass Gründungen wegen Erwerbslosigkeit in den letzten Jahren stark zurückgegangen sind. Aber ein Faktor und sollte uns Anlass geben, weiterzumachen wie bisher, und zwar das Motiv. Das Motiv, warum Unternehmer sein, warum Unternehmerin zu sein, beziehungsweise das Motiv, Unternehmerin zu sein, ist dagegen seit 2013 mit 59% zum ersten Mal der häufigste Grund für Gründung. Und diesen Umstand, den gilt es aufzugreifen. Denn eins ist klar: In Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels verliert die Selbstständigkeit an Attraktivität, und das gilt insbesondere für den Hightech-Standort Nordrhein-Westfalen. Dass Rot-Grün dabei auf dem richtigen Weg ist, zeigen zum Beispiel die steigenden Zahlen der Start-ups im digitalen Bereich. So entwickelt sich beispielsweise Köln zu einem Hotspot der digitalen Gründerszene, denn der Vorteil von Nordrhein-Westfalen ist, dass wir Industrie können. Hier findet die Start-up-Szene interessante industrielle Partner. Und die wachsende Anzahl der Patente im Bereich der Umweltwirtschaft ist ein Indiz dafür, dass beide Seiten davon profitieren können. Und Start-ups sind nur ein Teil des Gründungsgestehens. Daher brauchen wir eine ausreichende Bandbreite in der Förderlandschaft, und ein One-Fits-All wird es nicht geben. Sicherlich müssen die Instrumente regelmäßig kontrolliert werden, verändert und angepasst werden. Doch Ihr Antrag lässt konkrete Hinweise vermissen. Und dieses allgemeine "Man müsst ihr mal" hilft uns nicht weiter. Und wir werden diesen Antrag daher ablehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Beisheim. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Hafke.